Hier im Fit. Hier im Dirty. Ich hab gerade gepatzt. Und jetzt schauen wir uns das an. Jetzt können wir anfangen, das alles wieder zusammenzubauen. Dafür werde ich jetzt da erstmal hier ein bisschen Platz machen. Ja, ich wollte euch nochmal die Federn zeigen, die ich hier rausgeholt habe. So schauen die aus. Da ist so ein Schrauben drinnen. Ja. So schaut das hier hinten aus. So schauen diese Metallringe aus, von denen ich geredet habe. Die sehen immer noch gut aus, darum bin ich recht froh, weil das heißt, dass ich da keine neuen brauche. Und an den alten Kupplungsnarben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das erkennt. Aber vielleicht von meinem dunklen Gewand so. Seht ihr das? Das ist so rötlich-bräunlich. Ich glaube, dass das ein großer Teil von dem Problem ist. Hier haben wir die neuen Lamellen. So, jetzt schaue ich euch mal eben. 7 Lamellen. Passt. Passt. 6 Ringe. Das heißt. Ich mir die da einfach raus. Die seht ihr, glaube ich, eh schon recht gut. Die haben nicht diesen roten Rand und nichts. Die sind schön silber. Und legt die hier rein. Das Ganze nach hinten und einen Ring drüber. Das mache ich jetzt, bis ich keine mehr habe.
Hoffentlich. Auf die Regel handfest zu, dann wird schon passen. Der hier, der Kollege, hat nämlich eine Newtonmeter-Angabe. Ich schreibe gleich nochmal nach. Ich hoffe, das kommt noch nicht, dass da ein bisschen Öl dran ist. Wer weiß, ob das ein Problem ist, sagt's mir. Ich habe keine Ahnung. Newtonmeter war schon. Ich bete jetzt einfach, dass das stimmt. Das ist doch echt ein Problem. Okay, da muss ich das. Doch dementsprechend schwer. Dann schrauben wir es halt das Folgende. Wenn du deine abreißt, indem du zu viel Kraft aufwendest, dann hast du ein echtes Problem. Ich bete jetzt einfach, dass das stimmt. Das ist echt ein Problem.